Ich es wohl.
wollen Sie hier? Ich will zu Ihnen. Zu mir? Ja. Kennen wir uns? Ich glaube schon. Ich erinnere mich nicht an Sie. Tut mir leid. Vielleicht haben Sie sich in der Tür geirrt. Ich bin hier richtig. Sicher? Ganz sicher. Glücksäcken!
Sie meinen also, ich hätte es in Ihrem Fall lediglich mit einer Erscheinung zu tun. Wenn Sie so wollen? Ja. Das trifft es eigentlich ganz gut. Was sagten Sie dazu, dass Sie mir nicht erscheinen, wie jemand, den ich kenne?
Erbarm
nannte mich Ehre. Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich. Ich war jung. Ich schreckte vor nichts zurück. Reizte mich etwas, griff ich zu. Früher hatte jeder ein Lied auf den Lippen. So lernte ich sie kennen. Ich dachte, wir wären damals quitt gewesen. Nun ja, ich denke, ich hätte da etwas anzubieten, was Ihnen gefallen könnte. Wir waren unzertrennlich eine lange Zeit. Das waren wohl die prägenden Jahre. Erst als sich unsere Wege sich trennten, haben Sie uns ziehen. Waren wir Partner? So kann man das sagen. Habe ich Sie übergangen? Ein treffliches Bild in unserem Fall, aber nicht ganz zutreffend. Allerdings. Aber durch welche Ungeschicklichkeit, durch welche Nachlässigkeit konnte er denn seinen Schlagschatten verlieren? Wie es kam, mag nun sehr gleichgültig sein, doch so viel. In Russland, wo er im vorigen Winter eine Reise tat, fror ihn einmal bei einer außerordentlichen Kälte. Sein Schatten dergestalt am Boden fest, dass er ihn nicht wieder losbekommen konnte. Der falsche Schlammschatten, den ich ihm malen könnte, würde doch nur ein solcher sein, den er bei der leisesten Bewegung wieder verlieren müsste. Zumal er an dem eigenen angeborenen Schatten so wenig festhing, als aus ihrer Erzählung sich abnehmen lässt. Wer keinen Schatten hat, gehe nicht in die Sonne. Das ist das Vernünftigste und Sicherste.
Herrn.
Schatten sollte es Ihre Aufgabe sein, sich etwas geschmeidiger anzufügen. Als Ihr Schatten habe ich es gelernt, meine eigenen Wege zu gehen. Gratuliere! Weit scheinen Sie damit nicht gekommen zu sein. Wären Sie sonst hier? Schließlich laufe ich Ihnen ja auch nicht hinterher. Die Zeiten, als der Mensch noch während seinen Schatten lebte, sind längst verdüstert. Ein Schatten ist eher was für romantische Gemüter. Früher machte man noch um einen verlorenen Schatten ein riesiges Geschrei. Inzwischen stolpert niemand mehr über einen Schatten, nicht mal über seinen eigenen. Ich glaube, Sie kommen mit Ihren Schatten 200 Jahre zu spät. Ihr Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Die Menschen
haben sich geändert. Sie kommen mit ihrem Schatten 200 Jahre zu spät. 200 Jahre zu spät. Ihr Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Funktioniert nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Die Menschen haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert. Die Menschen haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert. Die Menschen haben sich geändert.
Traditionen nicht von Belang. Im Wesentlichen reduziert sich alles auf den gleichen Kern. Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Mensch kann einfach nicht über seinen Schatten springen. Das ist also der Dank für die Mühe, die man genommen hat, müsse der schwache Nervenhand den Namen lieben Tag hindurch zu pflegen. Man soll den Namen den Stier abgeben. Gut, Herr Trotzkopf, fliehen Sie doch vor mir. Wir sind unzertrennlich. Sie haben mein Wort und ich Ihren Schatten. Das ist uns beiden keine Ruhe. Hat man nie gehört, dass ein Schatten von seinem Herrn gelassen hätte. Ihre zieht mich ihnen nach, bis sie ihn wieder zu Gnaden annehmen und ich ihn los bin. Was sie gesund haben, aus frischer Lust zu tun, werden sie, nun zu spät, aus Überdruss und Langeweile nachholen müssen.
gibt seinem Schicksal nicht. Wie an mir eine
Ich halte sie am Schatten fest und sie kommen mir nicht los. Ein reicher Mann wie sie braucht einmal einen Schatten. Das ist nicht anders. Sie sind nur darin zu tadeln, dass sie es nicht für ein Gesicht haben. Die Menschen, ich kenne ihren Preis, nein.
das genügt. Darauf kann man keinen Menschen beurteilen. Ich wisse keine bessere Maßregel haben. Ist es sich alles in Geld aufwiegen? Das müssen Sie eigentlich besser wissen. Wir müssen scheiden, mein Herr. Das ist klar. Und auch sieht man an mir sehr langweilig vorzukommen. Die Leute verachten Sie, weil Sie keinen Schatten haben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Sie zeigen Ihnen Ihre Verachtung nicht, weil es Sie nichts kostet, das Wohlwollen der anderen zu erkaufen. Im Leben hat alles seinen Preis. Man muss dem Geld nicht hinterherlaufen, sondern ihm entgegengehen. Ihre Worte. Ich weiß. Das ist, was die meisten Leute nicht verstehen. Ein Schatten ist eigentlich nur hinderlich. Besonders unterhaltsam ist er nie gewesen. Weil ich eine ehrliche Antwort erwarte.
niemand beachtet einen wirklich. Und alle gehen auf einem herum, ohne ein Wort der Entschuldigung. Es gibt wirklich Angenehmeres, als ein Schattendasein zu führen. Und jetzt sind Sie hier, weil Sie denken, Sie könnten dieses Dasein beenden. Ich denke, Ihren Schatten sollte Ihnen mehr wert sein, als nur mein müdes Lächeln. Auf jeden Fall ich nichts gab.
Das Geschäftliche steht im Vordergrund. Das ist, worum es geht. Der Rest ist Poesie. Davon können Sie sich nichts machen. Was ist mit Ihnen? Warum sagen Sie nichts? Fehlt Ihnen etwas? Sie werden plötzlich so blass. Kann ich Ihnen helfen? Soll ich einen Arzt rufen?